Hallo, meine lieben Rabiatoren und die, die es noch werden wollen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 7. Als erstes muss ich euch erstmal was beichten. Ich habe nämlich ein bisschen was, also es ist ein bisschen was von der letzten Aufnahme flöten gegangen. Ihr wisst ja noch, dass wir mit dem Lukas ein Telefongespräch führten, wo er meinte, er hätte Aktivitäten vorbereitet und im Kühlschrank war halt ein Kopf, wo stand, wir sollen in den Verarbeitungsbereich, in den Zerlegungsraum, wo etwas auf uns wartet. Ja, der Polizist liegt hier jetzt und ich musste, das seht ihr jetzt leider nicht, weil das fehlt von dieser Aufnahme jetzt, es kotzt mich an. Ja, beweise, dass du ein echter Mann bist und steck deine Hand in den Hals von dem Typen hier. Dort war der Schlangenschlüssel drin. Wir schauen uns den mal eben an. Das bedeutet, wir können jetzt durch alle Schlangentüren und in alle Schlangentüren rein. So. Das jetzt dazu. Ihr habt nicht wirklich viel verpasst. Ich war dann auch erst speichern und ja. Naja, das fehlt jetzt halt. Es tut mir leid. Und mir fehlt halt auch die Zeit, alles immer nachzuspielen und... Joa, ich hör's doch schon wieder. So, hier unten haben wir zum Beispiel eine Schlangentür, die hatte ich schon einmal offen, weil ich ja speichern war. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass mich hier nichts frisst. Es läuft eigentlich relativ nice hier gerade. Wartet mal, wo müsste man jetzt lang eigentlich? Oh. Ach, hier, ja. Hier in der Ecke. Müssen wir jetzt durch. Damit wir... Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Bin ich blöd, oder? Ja, Tatsache, ich bin ein bisschen doof. Ja, schön. Geil. Im Endeffekt will ich ja einfach nur hier raus, ne? Dass wir nochmal hochgehen, nochmal speichern. Ah, hier. Genau. Ja, genau. Aber ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Ich hoffe nur, dass mich nichts frisst. Ich höre nämlich was. Ich höre was. Und ich möchte einfach nur dran vorbeigehen. Ne, Moment. Wo waren jetzt... Die Tür wieder hoch, die ist doch hier irgendwo, oder nicht? Wartet mal. Ich muss jetzt echt mal gucken, gerade. Hier ist der Raum. Oh Gott, den habe ich nicht gesehen, ey. Oh, Scheiße. Schande. Schande, Schande, Schande. Und ich habe nichts zum Heilen da, ey. Fuck, 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 fuck. Ich möchte aber auch ungern sterben. Ich aber wahrscheinlich gleich tue. Hä? Bin ich jetzt völlig bekloppt? Ich finde den Weg hier nicht mehr. Ja, töte mich einfach mal. Ich hatte jetzt vollkommen die Orientierung verloren. Das passiert manchmal. Das ist dadurch, dass das wieder nicht so geklappt hat. Mit der Aufnahme, wie ich mir das gewünscht habe. Vierbeiniger, ja, ja, ja. Hat nur geringe Gesundheit. Hm, komm. Oh ja, wir kommen am Speicherpunkt raus. Ich wollte... Das ist ganz gut. Ich wollte euch eigentlich nur noch mal zeigen. Ich wollte euch eigentlich nur noch mal zeigen, wo ich den Schlüssel her habe. So, was haben wir denn jetzt alles? Den Schlüssel haben wir jetzt. So, dann gucken wir jetzt wahrscheinlich erstmal... Nein, nicht wahrscheinlich. Wir gucken jetzt erstmal rum, wo wir die Schlüssel jetzt alles erstmal benutzen können. Und zwar fällt mir doch da direkt... Oh, ich muss mir immer... Nein. Einfach nein. Aus Gründen. Oh, von oben kommt auch einer. Natürlich kommt von oben auch einer. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier durchkomme. Sieht schlecht aus. Nee, ging. Hier oben ist doch,
Oder wartet mal, war nicht. Hier war doch auch noch eine Tür mit Schlangenschlüssel, oder? Schauen wir mal nach. Wir gucken. Erstmal Tür zu. So. Ja, genau. This way. Ich höre etwas Böses. So, machen wir jetzt hier erstmal die Tür auf. Und natürlich wieder zu. Ich mache die Tür auch wieder zu. So. Hier liegt Flintenmuni. Okay. Wir sind in einem Kinderzimmer. Was haben wir hier? April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Okay. April, doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. April, ich habe Oliver angelogen. Ich habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. April, ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Okay, also das ist offensichtlich LCS. Was ist das? Ein Footballteam? Mit Unterschrift sogar. Nice. Das ist offensichtlich eine Seite Mädchen, eine Seite Junge, so wie ich das hier sehe. Ich habe nicht genug Platz. Schande, aber auch. Ich hätte was wegpacken sollen, definitiv. Ach, Scheiße. Wir gucken uns jetzt erstmal nochmal um. Kann ich irgendwas kombinieren, vielleicht? Nö. Ja, wenn es mit der nicht geht, geht es mit der auch nicht. Ich könnte vielleicht die Pistole nochmal nachladen. Da ist nichts mehr. Nee, die ist auf volle Pulle. Oh, ich hätte was wegpacken müssen. So ein Mist. Was ist das? Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Okay. Dritter Platz Junioren-Erfinderwettbewerb. Okay, was haben wir hier? Zweiter Platz, dritter Junioren. Oh, der ist nicht blöd, ne? Warte, was war das? Das war doch jetzt hier Robotermeisterschaft. Also, wenn man mir sowas hinstellen würde, dann würde ich dir ja erstmal einen Vogel zeigen. Ohne Witz. Also, ich könnte mit sowas gar nichts anfangen, aber hey. So, was haben wir hier noch? Was ist das? Ach, Pillen. Haben wir noch einen Ball? Oh, ich habe nicht genug Platz und jetzt legen sie mir haufenweise Kraut hin. Ich muss echt was wegpacken. Da beißt die Maus jetzt keinen Faden ab. Am besten gehe ich in die Waschküche. Machen wir einfach so. Ich gehe jetzt einfach in die Waschküche. Da spawnen sie auch direkt. Ich habe sie gehört. Ich gehe jetzt erstmal in die Waschküche und packe ein bisschen was raus. Mach doch mal weg. Ich muss mir auch gleich erstmal über was... Ich packe das Psychotonikum weg und den Krähenschlüssel. Ich möchte eigentlich die Magnum gar nicht wegpacken, aber... Naja, gut. Jetzt haben wir das aber erstmal so. Dann gehen wir erstmal wieder hoch mit dem Schlangenschlüssel. Aber da merkt man schon, dass der Lukas schon als Kind irgendwie so ein kleines bisschen anders war als andere. Ja, jetzt spawnen sie hier oben. Ich habe mich gerade so erschrocken. Oh, das ist die falsche Seite. Das ist die falsche Seite. Hihihi. Danke, dass ihr mich durchgelassen habt.
Vielen herzlichen Dank. So, wir gehen jetzt hier nochmal rein. Oh, die können ja spawnen. Das ist das Problem. So. Kraut. Da machen wir jetzt erstmal Medizin von. Einmal. Zweimal. So. Es war jetzt von einer... Hier wollen wir... Da oben steht ein Mr. Everywhere, den ich jetzt aber... Doch, den kann ich mit... Moment. Kriege ich den von hier unten? Erste Sahne. So. Er meinte, seine Trophäe leuchtet jetzt sogar nachts. Das bedeutet, es könnte... Ah, aber hier. Genau. Dann können wir uns auf den Dachboden schleichen. Und hier nochmal rumgucken, ob es vielleicht... Happy Birthday! Ein neues Videoband, das wir bekommen. Was ist das hier? Kunde Jack Baker, Trevor Chamberlain Construction... Installation von schattenaktiver Tür in Eingangshalle. Was haben wir hier? Eine Flintenattrappe. Damit könnten wir uns jetzt die andere Flinte wiederholen. Was ich jetzt aber nicht kann. Und hier haben wir erstmal wieder so ein Ding. Moment. Ach, ja. Moment. Ich muss es ja jetzt mal so drehen, dass es aussieht wie ein Mensch. So. So. Da haben wir... Wartet mal. Ich glaube... Doch. Jetzt fällt es mir ein. Ich glaube, ihr hattet jetzt... Wir hatten jetzt trotzdem noch... ihr hattet jetzt trotzdem noch was verpasst. Und zwar das zweite Telefongespräch mit dem guten Lukas. Glaube ich jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Ich sag's jetzt trotzdem. Es gab ein zweites Telefongespräch, wo er, in dem er uns anrief und meinte, wir bräuchten für die Party, zu der wir kommen, zwei... Was haben wir hier noch? Zwei Karten. Zwei... Ich habe keine Platz... keinen Platz mehr für Dietrich. Schande über mich. Aber dann auch nicht für... wir bräuchten zwei Eintrittskarten quasi. Für die Party. Und wir haben jetzt eine Zugangskarte. Und zwar die blaue haben wir schon. PC-Erweiterungskarte, die zu einer Zugangskarte für eine Tür umfunktioniert wurde. Das Etikett ist blau. Und die erste haben wir schon. Ich glaube, dass das Gespräch dann doch schon stattgefunden hat. Das ist jetzt... Es ärgert mich dermaßen, wenn bei mir was flöten geht, ne? Oder könnte ich ausflippen, ohne Witz. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, wo jetzt hier... Hier war es nicht. Hier ist dieser... Obwohl, hier ist ein... Hallo? Hier ist ein, Videorekorder. Gucken wir uns jetzt erstmal das Happy Birthday Video an. Ja. Ich würde sagen... Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das Happy Birthday Video an. Ja, wie gesagt, das Gespräch hat stattgefunden und das habt ihr jetzt leider auch nicht gehört. Es kotzt mich einfach an, wenn sowas passiert. Das ist ganz übel. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, wir gucken uns dann, wo wir gerade stehen. Weil dann kann ich das nämlich auch wieder wegpacken. Gucken wir uns jetzt das Happy Birthday Video an. Das wir gefunden haben auf dem Dachboden. Clancy Javis, Happy Birthday Experiment. Can't trespassing passing idiots solve puzzles. Aha, da haben wir noch schon. Verdammter Glückspilz.
Weißt du, ich beneide dich. Was? Ach Gott. Der sieht echt fertig aus, der Bengel. Es hat Wochen gedauert, das herzustellen. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, Mann. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Er sieht wirklich fertig aus, Spaß. Der gute Junge. Was schon sehen. So, er haut jetzt ab und hat uns hier eingesperrt. Das ist doch schon mal schön. Oh, hier sitzt jemand. Die nehme ich doch gerne mal eben. Lecker Schmecker. Okay. Sagt er uns was? Sagt er Hallo? Information? Ich? Na gut. Okay. Okay. Ich kenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keine grässlichen, schlafvollen Tod sterben. Ich meine, nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Tonne. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Okay. So. Also es ist jetzt hier so ein bisschen Zor-mäßig, ne? Wir sollen also die Torte nehmen und in die Kerze stecken. Rhabarber hat das Spiel nicht verstanden. Also wir sollen jetzt die Kerze nehmen, die in die Torte stecken. Das Problem ist halt, wenn wir hier durchgehen, dann kommt Wasser runter. Gut. Dann gucken wir uns erstmal um. Hier haben wir einen Herd. Der funktioniert. Damit zünden wir uns die Kerze jetzt erstmal an. So, nur dass wir die mal haben erstmal, so provisorisch. So, an ihm fehlen auch zwei Teile. Hier muss mal gezogen werden, Herr Baker. Ja, die Jugend von heute, was haben wir da? Echt widerlich. Mann, ist das eklig. Okay. Ein verschmutztes Fernrohr haben wir jetzt. So, das können wir im Inventar benutzen. Das bringt uns aber nicht wirklich viel, weil... Jetzt wäre ich fast gegen die Wand gelaufen. Aber wir können ja das Fernrohr mal aussetzen und hier mal durchlaufen. Schon ist es sauber. So. Hierfür brauchen wir einen Code, den wir noch nicht haben. Die Kerze ist auch schon wieder aus, übrigens. Und hier haben wir einen Aufziehschlüssel. Den wir uns jetzt erstmal gönnen. Das lässt sich nicht stopfen. Das lässt sich nicht stopfen. Okay. Was ist denn das? Ach, so ein leerer Luftballon. Das sei jetzt, okay, da fehlt auch noch was. Ich werde mal die Kerze eben anzünden wieder. So, dann gucken wir mal weiter rum. Ich denke mal, der Aufziehschlüssel, was heißt, ich denke, der Aufziehschlüssel, der kommt hier hin. Gott, wie abartig der ist einfach. Aber hier fehlt auch noch was. Also er kann... Ach so, das Fernrohr. Wartet mal. Das... So. Da haben wir hier auch schon... Was ist das? Ein Erhängter, ein Vogel auf dem Berg und ein Baby. Oh, da muss ich jetzt wieder hier durch, dann geht meine Kerze wieder aus. Boah. So, was hatte ich jetzt gesagt? Ein Erhängter? Ein Vogel auf, ist das hier? Nee. Vogel auf dem Berg und das Baby. Genau. Was haben wir denn jetzt hier? Eine Strohpuppe. Eine Strohpuppe. So, wir machen provisorisch jetzt einfach die Kerze wieder an.
Ach, das war gar nicht die Kerze. Ich wundere mich, warum es so brennt. Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt gerade einfach mal die Strohpuppe angezündet und wir haben jetzt einen Puppenfinger. Den Puppenfinger, den schenken wir auch ihm hier mal. Wie der sich bewegt. Ich finde das richtig eklig. Ich möchte eigentlich gar nicht in den seine Nähe gehen, ehrlich. So. Hier drin, hier, hängt das Ventilrad, das wir brauchen. Darum zünden wir jetzt erstmal. Wie wir sind, das Ding an. So. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Party. Bisschen Luftballons platzen, damit sich die ganze Arbeit auch gelohnt hat. Und heben einen Ballon auf. Hier brauchen wir nochmal einen Code, den wir nicht haben. Ach komm, eine Runde noch. Bisschen so zum Aufheitern kommen. Das sind mir noch zu viele. Ah ja, manchmal werde ich hier einfach... Aber hat er sich schön Arbeit gemacht, der Lukas? So, wir haben einen Ballon. Dann haben wir hier... Stecken den Ballon da einfach mal drauf. Und meine Batterie vom Dualshock ist fast leer. Wie ihr jetzt alle gesehen habt. Und wir haben jetzt einen Füller im Bauch stecken. Den wir jetzt auch gleich gebrauchen können. Ganz kleinen Moment. Ich muss mal eben... Ja. Kleinen Moment bitte. So, ich stecke mich mal eben in Strom. Nicht, dass wir jetzt hier gleich... So. Okay, dann haben wir jetzt einen Füllfederhalter. Dem geben wir jetzt den Clown. Das sieht doch schon viel besser aus. Und dann ziehen wir ihn nochmal auf. So. Was zum Teufel ist das? Das ist so. Was machst du da? Nein! So abartig. Oha. Da haben wir denn auch noch ein Gratis-Tattoo bekommen. Sehr hübsch. Loser. Steht da jetzt drauf. Und das versuchen wir jetzt einfach mal als Passwort hier hinten. Moment. Ja, ich wollte gleich durchrennen. Können wir auch machen. Loser. So. Haha. Dann holen wir uns jetzt einfach mal... Es ist hinter mir. Alles klar. Das Ventilrad... Verdammt, meine Kerze ist wieder aus. Ich war jetzt gerade wirklich enttäuscht, ne? Ich gehe da durch, hab nicht dran gedacht. Auf einmal ist so... Auf einmal ist die Kerze aus. Und unser eins so... Boah, das ist jetzt nicht cool. Das war ganz und gar nicht cool. So, das heißt, wir zünden die Kerze jetzt wieder an. Nee, nicht das Fernrohr anzünden. Können wir auch tun, aber... So. Und dann stecken wir jetzt... Okay. Die Kerze auf die Torte. Ja. Und müssen leider Gottes feststellen, dass wir es nicht schaffen. Könnt ihr gerne... Ja, abgebrochen, also es gibt
für uns keinen Weg hier raus. Wir können es ja versuchen. Ich kann ja versuchen, hier rauszukommen, aber es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Das ist so ein bisschen, ja, sagen wir, da ist er wieder. Der Gute. Happy Birthday! Der hat einen Knall. Also da kann man mir jetzt erzählen, was man will. Der Junge hat irgendwie mächtig einen Sitzen, auf jeden Fall. Ja, also er hat uns gar keine Chance gelassen zu gewinnen. Weil wir konnten das Loch ja nicht mehr stopfen aus dem Fass. Und letztendlich hat durch die Explosion dann einfach alles gebrannt. Und ja. Das war's dann mit dem guten Clancy. Ich habe hier schon wieder Testbild 3 Stunden lang. Ach, es ist so mies, dass mir das auch das Telefongespräch so nicht mit drauf ist, weil es mir flöten gegangen ist. Ich könnte so kotzen. Das könnt ihr euch wirklich gar nicht vorstellen. Wie sehr mich das gerade ankotzt. Ich würde euch gerne noch mehr zeigen, aber irgendwie will das Spiel gerade nicht. Doch, das Spiel will, aber langsam. Ganz, ganz langsam. So. Da sind wir, oder? Warum ich jetzt so geschrien habe, weiß ich auch nicht. So, wir haben eine Zugangskarte zur Party von Lukas. Wo wir ja auf dem Weg hin sind. So, ich muss mich jetzt erstmal nochmal orientieren. Hier war Lukas sein Zimmer. Also Lukas und Zoe, schätze ich mal, weil es war ja doppelt gestrichen. Was heißt doppelt gestrichen? Es waren einfach zwei Farben an der Wand. Ich gehe jetzt nochmal an die Kiste in der. Das schaffen wir noch. Wir machen wieder ein bisschen länger. Ich habe gemerkt, dass so die etwas längeren Parts. Das passt ganz gut. Dann brauche ich mich hier nicht überschlagen und ihr habt ein bisschen mehr zu gucken. So. So, dann können wir nämlich das Happy Birthday Video gleich wegpacken. Das macht hier nur alles unnötig voll. Den Schlangenschlüssel brauchen wir. Den Arm packe ich auch nochmal raus, weil ich nicht glaube, dass wir den jetzt in den nächsten 10 Minuten brauchen. Wir werden auch direkt nochmal speichern. So. So, gut. Dann gehen wir jetzt in den anderen Raum, den wir auch mit dem Schlangenschlüssel öffnen können. Ich versuche mich gerade ein wenig zu beeilen, dass es hier nicht zu langweilig für euch wird. Oh, verdammte Kacke. Mach auf da. Mach auf da. Komm. Oh, zu. Mach die Tür zu. Oh Gott. Oh shit. Oh, Oma, du jagst mir immer wieder einen Schrecken hin. Wisst ihr das? Wie kommst du eigentlich hinter eine abgeschlossene Tür? Okay. So, wie immer gucken wir jetzt einfach erstmal schön bei fremden Leuten in die Schränke, warum auch nicht. Klamottenmäßig, ja. Oh, ich guck erstmal hier hinten. Das Kraut. Aha. 1980, Jack tritt den Marines bei. Die haben ihre Fotos gut beschriftet. Das ist also Jack. Und hier ist Flint. Muni, Oma. Oh, verdammt. Entschuldigung.
Oma, warum versteckst du hier Flintenmuni unterm Schrank? Das möchte ich gerne mal wissen, ha? Was haben wir hier? Nüscht. Ich tanze hier um die Oma rum, die wird auch denken, ist die bekloppt oder was? So, dann haben wir hier einen Dieterich, den wir... Habe ich ihn jetzt mitgenommen, den Dieterich? Oh, und das ist schon wieder alles voll. Oh Gott, ja! Ja, ein Rucksack! Der Rucksack, der hat... Der... Oh, ja. Einfach ja. Zum Rucksack sage ich definitiv ja. Was ist hier? Nüscht. Vielleicht irgendwo ein Mr. Everywhere oder sowas? Nee, das kann man nicht kaputt machen. Ich guck ja auch ganz genau hin. Oh, was ist das? Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Ach, das ist... Wartet mal. Sieht wie ein Plan für... Das ist, also auf dem Plan ist, der Raum, wo der Elch steht, da war auch noch mal was mit der Krähe. Da war noch der Krähenschlüssel. Schatzfoto. Noch eins. Gut. Das haben wir. Das haben wir. Oma haben wir auch. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Ja. Wetten, hier steht keine andere Uhr. Vielleicht ist hier drin noch eine. Wir gucken mal. Leider nein. Leider ist hier keine andere Uhr. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich jetzt raus zu den beiden Molders muss. Ich glaube, die heißen so. Die spawnen immer hier vorne. Das heißt, ich werde nicht wieder zurückkommen. Okay, alles klar. Ja, das Bild von Evi hatten wir schon. So. Yes. Oma, du hast doch nichts dagegen, dass ich hier mal eben am Möbelrücken bin. Ich hoffe nicht. So, haben wir denn jetzt noch Platz? Wir haben noch Platz. Supi. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt rauskomme. Aber wir haben noch Platz. Das ist gut. Oh. Oh, hier ist es. Oh mein Gott. Hier ist die zweite Zugangsgarten. Der zweite Zugangsgarten. Den sollte man nicht unterschätzen, den zweiten Zugangsgarten. Das hier ist die Gartendeko von draußen, wo sich jemand sehr Kopf gemacht hat. Ist jetzt entriegelt. Ha, wir kommen ja nicht mehr zurück, leider. Wir kommen ja leider nicht mehr zurück. Darum muss ich... Nein! Einfach nein! Ich mach einfach die Tür zu. Ich mach sie einfach zu. Kannst du mal sehen. Oh Gott. So. Wir haben beide Zugangsgarten. Mann, was ist denn? Ich pack das Schatzfoto weg. Den Dietrich behalte ich mal noch. Ich könnte... Oh Gott, ich bin so glatt, ne? Ich kann Medizin machen und mach's einfach nicht. Dabei brauche ich die doch so dringend. So. Hier war... Genau. Was haben wir da? Brennerkraftstoff, okay. Ja, gerne. Gerne. Brennerkraftstoff. Nehme ich. Nehme ich doch gern. So, nochmal kurz auf die Uhr schauen.
Das schaffen wir noch. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach draußen. Zur Party. Wollen ja auch nichts verpassen. Das ist jetzt ausnahmsweise mal praktisch, dass ich hier rauskam. Was? Ach Junge, Mensch oder Mädel. Ich denke mal Junge. Hey Kumpel, denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. So. Die zwei Zugangskarten. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Telefonat ist, was ich gemeint habe. Ich bin so verwirrt. Und so wütend einfach, dass mir da was flöten gegangen ist vom letzten Part. Hier ist ja gerade was lang gehuscht. Oh, du dreckiges Etwas, ey. Oh, nein. Ey, komm, wir beeilen uns einfach. Wir machen jetzt einfach hier die eine rein. Stopp. Und hier die andere rein. Und jetzt lässt du mich hier bitte mal in die Tür. Ja, komm. Oh Mann, die ist elektrisch. Lass mich doch einfach rein. Oh Gott. So, und ihr bleibt draußen, weil ihr seid nicht eingeladen. So. Jetzt beruhigen wir uns auf jeden Fall erstmal. Ich würde gerade... Was? Die verletzen mich durch die Tür. Natürlich. Na, ist aber jetzt keiner hinter mir, oder? Nö. So, sieht schon alles sehr, sehr, sehr interessant aus hier, finde ich. Die Geräusche sind auf jeden Fall sehr interessant. Let's play! Du hast es begriffen, Lukas, du hast es begriffen. Du bist hier live in einem Let's Play bei Rhabarber. So, ich guck mal eben auf die Uhr. Ich würde aber auch sagen, ich weiß, es ist gemein jetzt, aber mit diesem schönen Anblick, wo ich echt finde, das ist echt hübsch, verabschiede ich mich jetzt von euch. Denn ich habe schon wieder ein bisschen länger gemacht, auch wenn was fehlt, das tut mir so sehr leid. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe, dass ihr wirklich auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid bei Resident Evil 7. Und bei dem Let's Play von Lukas Baker. Wir dürfen gespannt sein. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich wünsche euch was. Bye, bye.